So, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich werde hier auch direkt am Anfang von einem Gegenspieler gegrüßt. An dieser Stelle Grüße zurück, weil in-game hat man immer ein bisschen wenig Zeit zurückzuschreiben. Links unten kommt das gleich, meine ich. Ja, TD-Party, ne? Guck mal, wie viele TDs da am Start sind. Dementsprechend bekommt unser Leo 1 den Auftrag, da nicht zu aggressiv an die Front zu fahren. Servus Akku, Jagdpanzer E100. Ja, Servus zurück an dieser Stelle. Ich schreibe Hi zurück. So, wollen wir doch mal ein bisschen vorspulen, bis wir auf Position sind, sonst werden wir hier alt, bevor die Action losgeht, wa? So, also unser Leo 1 hat den Auftrag, da in der Mitte im Busch zu spotten, weil Leo 1 ist sehr, sehr anfällig. Wenn der da von zwei Grillen getroffen wird, dann kann er seinen Panzer wegschmeißen. Dementsprechend bekommt er den Auftrag da auf keinen Fall. Gibt's wieder ein neues Video-Akku? Ja. Gibt's auf jeden Fall. Schreibt er da links. 3 zu 2 für uns. Ein Objekt 140 und ein E4 von uns sind schon mal tot. Ich versuche hier vorsichtig zu spotten, gehe auch sofort auf. Da ist eine Maus und da ist eine Grille. Verschieße. Er bounced an meinem Turm, weil ich den angeschrägt habe nach dem Schuss. So, hab HE geladen. Pete ist ja auch dabei. Servus. Ach, Pete, den Pete kennen sie auch schon langsam, ey. Der Pete wird auch schon langsam Superstar. Ja, der ist ja auch schon mal. So, jetzt hat er mir noch eine verpasst. Grille! Hast mir schön 700 HP. Schau immer neue Videos. Korrekt. Komm, Grille, geh doch mal auf jetzt. Ich habe extra HE geladen für dich. Unser Leo 1 macht seine Arbeit sehr gut. Das sieht man später in den Stats, wie viel Spot Damage der hat. So, da ist die Grille. Schön einaimen. Wow! Alter Verwalter! Also ich könnte wetten, der hat noch von jemand anderem auch noch gefressen. Das kann unmöglich nicht alleine gewesen sein, oder? 1700 mit HE oder was? Nee. Ich glaube, von da hinten hat er auch noch kassiert. Da ist noch mehr Grillemäßiges. Ich habe lauter Ghost Shells, habe ich irgendwie das Gefühl, ne? So die ganzen Tage. Nee, der ging auf jeden Fall. Aber habe nur die Gang getroffen. Der Schuss hingegangen ist, naja. So, und jetzt kommt unser Zuschauer, der steht nämlich da links mit seinem Jagd-PZ. Achtung! Da ist unser Zuschauer mit seinem Jagd-PZ, der uns die ganze Zeit grüßt. Verpasst mir auch eine schöne fette Schelle. So. Dann müssen wir uns ja auch direkt mal mit HE bei ihm bedanken. 300 von mir und 50 vom Pete.
Ja, sind immerhin 350, ja, sag mal nix. So, jetzt geht er da wieder auf. Ja, siehst du, der ist jetzt an mir gebounced zum Beispiel. Anscheinend hat er Gold geschossen und ist schön an der Schottpanzerung gebounced. Das ist der kleine feine Unterschied. Da kommst du mal durch, mal kommst du nicht durch. Und im Endeffekt ist dann halt scheiße. ...934 auf Badget mit HE. Der HE-Bot-Akku ist mal wieder am Start. Mit seinem HE-Bot E100. Ist das geil. GG, schreibt unser Zuschauer. Ja, du auch. Standst ja alleine da an der Ecke, deswegen... Hast ja ein bisschen was ausgeteilt, ne? So, wir sehen uns bei den Stats. Ja, hier bei den Gefechtsergebnissen. 3023 Schaden. Hab ich. Der Pete hat 2400 knapp. Mit 2 Kills. So, und unser Leopard wurde geteamdamaged, weil angeblich wäre er ein Bot AFK. Und guck mal hier. 7 Panzer hat er entdeckt. 4400 Spot Damage hat er gemacht. Und bei so vielen TDs mit dem Leopard 1 irgendwo an die Front zu fahren, ist kompletter Schwachsinn. Ja, der hat genau das Richtige gemacht. Der hatte auch von mir Anweisungen, dort zu stehen und nur zu spotten. Weil guck doch mal, was der Gegner an TDs hatte. Ja, wenn die auf den schießen, dann ist der sofort tot. Und wem ist damit geholfen? Niemanden. Und wer hat Team Damage gemacht? Hier eine Grille. Hier der hier. Das ist sein Account. Vito99. Pignons of Love, ja, ja, von wegen. So, jetzt schreibe ich den auch an. So, hat er von mir eine Ansage bekommen. Hier, kannst du später lesen, was ich dem geschrieben habe. Spinner, ey. So, an so ein Möchtegern-Unicom, weißt du, Hauptsache gute Stats und Leute teamkillen. Aber der fährt nur, ey, pass auf, richtiger Stat-Pusher. Seine meistgespielten Panzer, Hellcat, KV-85, Löwe, Su-100. Tier 6, Tier 6, Tier 6, Tier 6. Weißt du, und ja, deswegen checkt er auch so Taktiken nicht, ey. Hauptsache 713 Teamkill für nix. So, ja, würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert, auch meinen Kraftsportkanal abonniert. Und ja, die Links sind in der Beschreibung und bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. Bis dann.